Hallo und herzlich willkommen zu Deadlock. Deadlock ist ein neues MOBA-Spiel von Valve selbst und ich gebe euch die Kurzversion. Es gibt verschiedene Helden, von denen die meisten auch für Beginner geeignet sind, so wie es aussieht. Diese ganzen Helden haben eigene Waffen, eigene Fähigkeiten. Und wenn man in eine Runde reingeht, kann man sich einen Helden aussuchen und dann wird man auf eine riesige Map geschmissen. Auf dieser Map gibt es vier farblich markierte Wege, über die man gehen kann. Und auf diesen Wegen befinden sich Gegner, also NPC-Horden kommen einem entgegen. Und es gibt auch stationäre, etwas größere Gegner. Und wenn man die besiegt, dann kommt man einen Schritt näher zur Basis des Gegners. Und das Ziel des Spiels ist es im Prinzip, den Gegner zu vernichten, indem man die ganzen größeren stationären NPCs ausschaltet. Ja. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Gegner, verschiedene Helden mit verschiedenen Waffen und verschiedenen Fähigkeiten. Ich habe schon ein paar davon gespielt. Ein paar, die mir sehr, sehr zusagen, unter anderem Paradox. Paradox, die hat sehr, 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 sehr coole Fähigkeiten. Oder auch Vindicta, das ist so eine Sniper-Lady. Ja, aber jetzt suchen wir erstmal eine Runde. Ja. Wen nehme ich? Soll ich direkt mit Paradox rein? Ja, ich nehme. Und dann. Wen nehme ich noch mit? Ah, wo war denn? Gab es irgendeinen, die hatte eine Armbrust. Und die war auch ganz cool. Hier. Don't worry, I'll protect you. Und da hab ich auch schon eine Runde gefunden. Schön. Okay. So. Gut, wir hören nichts. Und niemand hört uns. Das ist gut. Und. Aha, die Gegner haben Paradox. Und auch Vindicta. Okay. Ja, das scheinen doch. Sehr, sehr. Es scheinen doch sehr, sehr beliebte Charaktere zu sein. Ach, und da, das ist unsere Base und da gibt es auch einen Shop und in diesem Shop kann man sich verschiedene Stärkungen kaufen. So, man kann auch dashen, man kann einen Doppelsprung ausführen. So, und das hier, die kleinen hier, das sind NPC-Gegner. Die lassen sogenannte Seelen frei. Diese Seelen, das ist die Währung hier.
Und, oh, da ist sogar ein etwas stärkerer NPC als A. Hier dieser große Gegner oder Turm. So, jetzt würde ich aber doch ganz gern hier den Typen wegmachen, weil der nervt ziemlich. Aber er macht mich weg. Well. For something magical, I see. So, wo war das jetzt? Blaue Lane, oder? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Schon wieder ist. Riveting, but it beats being killed. Was machen denn die Kollegen eigentlich? Stay safe out there. I got more where that came from. Ich glaube, bei Pink geht's gerade so ein bisschen ab. Gehen wir mal hier lang. Sehen hier, wir machen dem gerade ziemlich einiges an Schaden. Und da ist ihr gegnerischer Paradox. Und während gerade keiner auf mich geht, mache ich dem Typen hier ein bisschen Schaden.
Raus da, raus da, raus da. Ja, Paradox kann so ein Schild aufstellen und das, da kann man nicht durchschießen. So. Ach, da ist eine goldene Statue. Die goldenen Statuen, die sind auch ganz angenehm. Und ich bin schon wieder tot. Aber lief ganz gut. Eine von den großen Statuen haben wir bereits. Blau ist... Ja, blau ist zurückgefallen. Leider, da hätte ich wirklich bis ins Unendliche gekämpft bei Blau. Ey, da ist auch noch diese so eine goldene Statue. Ja, hier, in denen können permanente Buffs drin sein. Die man verwenden kann, die man aufsammeln kann. Das sind dann eben permanente Buffs, zum Beispiel höhere Geschwindigkeit etc. So, noch was. Wenn man naja, entweder kleine Bot-Gegner oder überhaupt Gegner tötet, dann lassen die ja so Seelen fallen. Wenn ich einen Gegner oder wenn jemand von meinem Team so einen Gegner tötet, dann lässt der grüne Seelen fallen. Wenn ein Gegner einen von meinen Leuten killt, dann lässt der rote Seelen fallen. Und diese Seelen werden eingesammelt, entweder wenn man wartet, bis sie von selbst verpuffen, oder wenn man diese Seelen zerschießt. Und darf ich kurz sagen, ich bin gerade der Einzige, der diese großen Typen wegmacht. Und ich habe schon zwei weggemacht. Und das ist das. Das fühlt sich irgendwie sehr, sehr nice an. Das auch nicht. Die blaue Lane ist gerade auch ziemlich am Sack. Das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. So, als erstes die Mini-Dinger wegmachen. So, und dann ihn hier. Da ist sogar schon der nächste große. Ah, kann ich da rauf? Ja, ich kann. Das ist schick. Ah, da war Paradox. Und da bin ich tot.
war die... Das war die Ulti von der Alten. Also man hat jetzt vielleicht schon so die ein oder andere Fähigkeit gesehen. Ich kann... Oh, Lebensschub. Nice. Ich kann... ich habe so eine Dornengranate, wenn man es so nennen will. Ich kann mich mit einem Kollegen zusammentun. Da kommt Kleinvieh weg. Feuerrohrrate hoch und noch ein paar Seelen. Oh, nice. Die Mini-Dinger hier kann man auch für ein paar Seelen wegmachen. Ist ganz angenehm, die zu haben. Und man hat auch, wenn man ein paar Gegner killt, dann kriegt man so eine Art Boost, mit dem man sich auch hier seine Fähigkeiten aufleveln kann. So. Be relentless. I'll do my part. Ja, so ein bisschen Schaden mache ich ja. So ein bisschen. Ah, der hat aber viel zu viel Gesundheit. Wisst ihr was? Geh woanders hin. So, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich bin bei Blau. Nee, ja, mehr oder weniger Blau. Ich denke, ich will in die Richtung gehen. Ja. And away we go. Well, this day got a lot more exciting. Our purple walker has been defeated. Okay, anscheinend habe ich jetzt sowas wie eine Seelenurne. Und die kann ich wohl zu einem Altar bringen. Der sich so ziemlich am anderen Ende der Map befindet. Oh, nice.
Das hat uns jetzt so einiges an Cash eingebracht. Awesome. Gehen wir mal hier in die Richtung. Zu weit entfernt. Well. Oh lol, da oben, das ist die Sniper Lady, mit der ich auch schon gespielt habe. Wobei man auch dazu sagen muss, da die Waffe, die hat, das ist jetzt nicht. Das ist nicht direkt eine Sniper. In dem Sinne. Paradox, wo? Nee, du bist nicht Paradox eigentlich. Weg mit denen. Nehmen wir schön weg mit dem kleinen Vieh. Das ist hier gerade irgendwie eine sehr, sehr angenehme Ecke. So, lass mich. Was ist das? Benötigt Helden als Ziel. Ja, nimm sie. Ich habe keine Ahnung, was die Fähigkeit macht. Okay, das ist. Ich muss mir die Dinger nochmal durchlesen. Ah, das ist nice. Oh lol, Shop. Titanic-Magazin, Tesla-Kugeln, Schockschaden. Das ist... Mhm. So, Freunde, gelb ist auf einem guten Weg. Enemies have breached our stronghold. Noch ein Gegner. Enemies have breached our stronghold. Ich bin schon wieder tot. I'm under attack. Gerade läuft's gar nicht mal so gut. Take flight with an ally or aha! Ich brauche einen Verbündeten. Hierfür. Ach nee, das ist auch eine Verbündete. Take the fight to them.
Sniper Lady. Wie kann ich... So, hier ist gerade viel los. Oder auch nicht. Hm. Hier sind drei Leute. Dann müsste ja eigentlich theoretisch auf irgendeiner Lane gar keiner sein, oder? Gelb sieht gerade gar nicht gut aus. Dafür sieht Pink theoretisch umso besser aus. Ah, nicht der schon wieder. Das ist schon wieder hier der Feuertyp. Das gibt's. Okay, irgendwo läuft's grad. Blau. Ist, denke ich... auch... eine sehr, sehr angenehme Lane für uns. Auf der wir uns jetzt auch bewegen. Ja. Let's go mid. I'm under attack. Ah, das war wieder der große Typ. Stimmt. Der hatte noch fast keinen Schaden. Ach nee, schon wieder so eine. Das geht. Hm.
will ich lang? Irgendwo will ich lang. Pink. Oder lila oder was auch immer das ist. Anscheinend haben wir nur einen Schrein. Dabei lief es doch gerade eigentlich ganz gut, dachte ich. Enemies have breached our stronghold. They delivered the urn. Wieder der Flammentyp. Well. Und auf einmal sieht es wieder super gut aus fürs Team. Bonus Health, das wäre sehr angenehm. Dann würde ich sagen, sparen wir noch mal auf ein paar tausend mehr. Schätze ich. Enemies have breached our stronghold. I'm under attack. Da war gerade eine Paradox-Wand. Ist die noch hier irgendwo? Sieht nicht so aus. Nein, ich habe genau 100 zu wenig. 100 Seelen zu wenig. Ach, das ist doch Mist.
Oh lol, ich kann meinem Team zusehen. Okay. Bei Blau geht gerade die Party ab. Und bei Lila gibt es gerade Probleme. Oder Pink oder was auch immer das hier ist. Für eine Farbe. Und ah, ich habe genug Seelen. Nice. So, dann geht's schnell zurück in die Base zum Shop. Und ich will das genau. So. Oh nein, das sind Gegner. Ich glaube, als nächstes gehe ich zu Gelb. Ich hole wieder hier so einen Seelenkanister, der jetzt anscheinend wieder auf der Map gespawnt ist. Oder holt der sich den? Nee. Ja, gelb dann. Kann ich nicht... Ach, man muss den Weg wirklich laufen? Oh, das ist ziemlicher Mist. Mitte, Boss? Ach du Schande. Es gibt einen Boss. Das ist beachtet mich gar nicht. Ich bin nicht hier. Nee. Ich bin gar nicht hier. Movement Speed, ja, das wäre hier doch sehr, sehr hilfreich gewesen. Ende gibt es so Schreine und die muss man wegmachen, damit man den großen Tempel so quasi angreifen kann. Alles klar. Oh, und dafür muss man die ganzen Lanes nicht mal so wirklich clearen, weil bei Gelb, da sind noch zwei von den großen Typen. Aber das muss man nicht machen. Oh.
Das ist eine Bombe. Wie mache ich? Lebenspunkte niedrig? Okay, doch keine Bombe. Und das was? Ich glaube schon. Gegnerische Patronen. Sieht auf einmal wieder sehr, sehr gut aus. Für uns alle, also für mein Team. Oh, und wir haben gewonnen. Nice. Ja. Ein bisschen reinkommen. Man muss ein bisschen reinkommen ins Spiel. Oho, wer hat hier den meisten Angriffszielschaden, Freunde von meiner Gruppe? Und überhaupt auch. Hey, hey, hey. Okay, gut. 14 Tote, das ist jetzt vielleicht nicht so awesome, aber hey, der meiste Angriffszielschaden. Juhu. Okay, ja, das war jetzt hier der erste Part von Deadlock. Weiß nicht, vielleicht werde ich mir auch noch ein paar andere Helden ansehen, die vielleicht auch ganz lustig sind. Der Typ hier, den habe ich so ziemlich gar nicht down gekriegt. Ich denke, das ist ein heißer Tipp. Aber sie hier unten mit der Tommy Gun gefällt mir auch sehr, sehr gut. Okay, naja. Ich sehe mir hier die ganzen Typen mal ein bisschen an und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.